Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer einem Update. Ja, Baldur's Gate 3. Weiß noch nicht, ob das ein volles Let's Play wird. Wahrscheinlich eher nicht, da habe ich kaum Zeiten für. Aber guck mal. Da ist mein Gnomen-Baba. Und da ich ja im Early Access das Spiel so verrissen habe, dachte ich mir, ich zeige euch jetzt nochmal die Vollversion. Also falls ihr das damals nicht mitbekommen habt, ich glaube, ich hatte das damals, wo ich noch einen Patreon-Account hatte, nur für die Patreons gemacht. Und da fand ich das Spiel nicht so geil. Inzwischen finde ich das ziemlich gut, jetzt wo die Full-Release-Version da ist. Und hat sich einiges geändert, finde ich. Das Spiel nimmt einen als Spieler viel mehr mit in die Immersion und viel mehr erklärt es einem, wie das ganze Spiel funktioniert überhaupt. Denn das war für mich als D&D-Unkenntlichen nicht so gut ersichtlich. Ja, und wir machen wir mal eine kleine Reise hier mit unserem Gnomen-Barbar. Mal schauen, wo es uns hinführt und wie lange. Let's Plays auf meinem Kanal haben irgendwie das, zumindest Videospiel-Let's Plays haben die besondere Eigenart, dass ich sie irgendwie nie zu Ende bringe. Aber vielleicht mache ich hier und da mal ein paar Folgen und ihr könnt mir ein bisschen zugucken, wie ich mit Koali, dem Gnomen-Barbar, hier durch die Gegend ziehe. Also wir kommen hier raus aus so einer komischen Kapsel. Das Intro habe ich jetzt leider euch nicht zeigen können, aber das könnt ihr auf dutzende Weisen im Netz schon irgendwie sehen. Wir sind jetzt hier irgendwie ganz merkwürdig in so einem Raumschiff, würde ich es mal behaupten. Diese Wesen hier, die Gedankenschinder, haben uns entführt. Und werden jetzt angegriffen von anderen Wesen, die Drachen auf sie draufhetzen, und irgendwie sind die jetzt gerade mit diesem Raumschiff hier in ich weiß gar nicht, ob man es wirklich Raumschiff nennt. Auf jeden Fall sind die im Kampf gerade mit denen, und wir sind jetzt hier durch diesen Kampf höchstwahrscheinlich, durch den Einschlag, den man hier sieht, Feuerbälle der Drachen, aufgewacht aus unserer Kapsel. Gedankenschinder-Kapsel, und man hat uns so einen komischen Wurm in den Kopf eingepflanzt. Also diese Wesen vermehren sich dadurch, dass die irgendwie einem so Parasiten einpflanzen und die einen dann in genau diese Tentakelmonster hier verwandeln. Und ja, das Schicksal blüht uns jetzt wohl auch. Hier ist so ein Zuchtbecken für diese kleinen Würmchen. The parasite now writhing behind your eye. Also ich hoffe jetzt auch mal, dass die Lautstärke und so vernünftig ist. Ja. Jetzt haben wir Möglichkeiten hier was zu machen. Ich würde mal nachforschen, aber ich weiß jetzt schon, dass unser Charakter, ich weiß gar nicht, kann man das jetzt noch gucken? Nee, kann ich euch gleich mal zeigen, aber unser Charakter ist nicht der Schlauste. Ja, Intelligenz minus 1. Ja, also, Kali ist nicht der Schlauste. We heard it here first. Ja, und dann die Würfel auch noch. Es gibt übrigens hier so ein Würfelsystem, was ich ausgeschaltet habe. Also entweder kann man ganz normal Würfel machen. Komplett random. Oder das Spiel gibt einem noch vor, dass es so eine Art, wie nennen die das, karmische Würfel oder sowas benutzen, so dass das Spiel an sich verhindert, dass es einseitige Würfelstreaks gibt, also zu oft hintereinander Einsen oder zu oft hintereinander Zwanzigen oder sowas, sondern dass sich das ein bisschen ausgleicht. Aber das habe ich mal ausgemacht für die realistische Erfahrung eines Würfelwurfs. Ja. You notice nothing more than meets the eye. Ja, da guckt er auch schon ganz bedröppelt, weil er nichts weiß, was damit ist. Aber wir können da trotzdem mal reingreifen.
und machen es dadurch kaputt. Na ganz toll. Ja. So, jetzt können wir hier natürlich irgendwie gucken. Kann hier die Kamera irgendwie relativ frei bewegen. Ich bin da totaler, something good here, right? Dran drin, wie man hier Kameras bewegt und so. Irgendwie, also steuerungsmäßig bin ich echt nicht auf dem Stand. So, hier war schon mal irgendwie was. Ich kenne das Spiel natürlich bis zu einem gewissen Punkt, weil ich das ja jetzt schon mit einem anderen Charakter mal gespielt habe. Aber das heißt ja nichts. Das, weil das Spiel so gemacht ist und ich meine auch, dass es so funktioniert. Man hat unendlich viele Möglichkeiten, das zu spielen. Und den Charakter, den ich jetzt gespielt habe bisher, der ist halt komplett so ein Schwächling gewesen. Charisma-based Charakter. Und da zeige ich euch jetzt direkt mal hier meinen. Stärke 16, Geschicklichkeit, also hier alles körperlich und dann hier Intelligenz, Weisheit und Charisma irgendwie komplett nach unten. Habe überlegt, ob ich Weisheit auch auf 8 setze, aber da ganz viele Zauber Weisheitsrettungswürfe brauchen. Also wenn der Gegner auf mich drauf zaubert, dann wollte ich nicht noch einen Malus haben. ja, ich habe Dunkelsicht, weil ich bin ein Waldgnom. Und sieht man hier oben, Waldgnom. Und ich kann Gelegenheitsangriffe machen. Ich bin bei Rettungswürfen von Intelligenz, Weisheit und Charisma im Vorteil, weil ich ein Gnom bin. Und ich habe ungerüstete Verteidigung, weil ich Barbar bin. Das heißt, meine Rüstungsklasse, wenn ich gar kein, also wenn ich keine Rüstung trage, also normale Kleidung höchstens, kann ich meine Konstitutionsmodifier dazu führen. Also Modifier sind alle zwei Schritte nach 10 gibt es einen Punkt extra quasi, indem man, das sind die Modifier. Also bei Konstitution habe ich jetzt momentan plus 3 wegen 12, 14, 16 und bei Geschicklichkeit hatte ich nur 2, sieht man da unten auch. Und hier dementsprechend minus 1, weil ich unter 10 bin. Eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, D&D habe ich einmal in meinem Leben gespielt. Ganz kurz mal für eine 2-Stunden-Session bei Jingle Channel. War auch ganz cool. Visions project into your mind. A Nautiloid hurtling through the plains, resplendent with psionic energy. Nehmen wir mal mit. Always room for more. Aber richtig durchgestiegen hinter das Spiel bin ich noch nicht. Und das hat mir auch in dem Early Access Ding halt in das Genick gebrochen und den Spaß geraubt an dem Spiel. Weil ich halt keine Ahnung hatte von dem, was da gut ist und so. Und da das ja Dungeon doch irgendwie ein Dungeon Crawler ist, muss man ja doch irgendwie Sachen minmaxen auf eine gewisse Art und Weise, um da halbwegs ein vernünftiges Spielerlebnis irgendwie rauszukriegen. Deswegen hat mir das damals keinen Spaß gemacht. Aber jetzt erklärt einem das Spiel wenigstens, was gut ist und was nicht. Und das ist schon mal ein ganz guter Fortschritt und nimmt einen viel mehr dann mit auch in das System. Und es gibt halt auch viel, viel mehr Hilfestellung auch im Netz und so dazu. Und sie haben auch diesen Prolog, den wir jetzt hier spielen, auch gekürzt. Der war sehr, sehr lang. Und ich habe mir allein dieses Raumschiff-Szenario mir damals schon nicht als Einstieg gefallen, weil es ist ein Fantasy-Game, hä? Raumschiffe. Aber gut. So, ich habe mich jetzt hier verletzt, weil ich hier runtergesprungen bin. Das wird noch ein Problem werden, glaube ich, weil die Gnome weniger Bewegung haben als andere Völker in diesem Spiel. Die haben nur 7,5 Meter. Bis zu einem gewissen Punkt im Spiel, wo ich einen Bonus kriegen werde als Barbar auf Bewegung, bin ich da also sehr stark im Nachteil und kann vielleicht nicht überall hin. Das heißt, ich muss mal irgendwie gucken, ob ich
als Support irgendwie einen Charakter bekomme, der meine Sprungreichweite oder meine Bewegungsreichweite pushen kann. Das sind Zauber, die es zum relativ früh im Spiel gibt. So. Das hier ist ein Genesungspot. Da kriege ich meinen Lebenspunkt jetzt wieder, weil ich hier so gesprungen bin. Und dann können wir auch schon weitergehen. So, hier liegt ein Goblin. Der hat Gold bei sich und hier ein Bericht. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Also ihr merkt jetzt schon, dieses Würmchen, was man uns in den Kopf eingepflanzt hat, das ist irgendwie die Art, wie diese Wesen kommunizieren miteinander. Und auch diese Tafel, die hier lag, dieser Bericht, sendet uns also Sachen in den Kopf rein und das, wir erleben das dann quasi dadurch mit. Hier sind noch weitere Berichte. A schematic of a Nautiloid flashes into your mind. Nerves, sinews, as much living being as ship. Das Spiel ist übrigens komplett vertont, allerdings komplett in Englisch. Und manchmal haben die Charaktere, mit denen man interagiert, keine Stimmen. Also sind nicht vertont, aber dann kommt die Erzählerstimme und sagt irgendwie im Spielleiter quasi, was der Charakter, mit dem man kommuniziert, das macht. Das sind dann meistens bei Nebenquests oder so. One like ourselves, unconnected from the whole. Caution. Worlds beyond worlds flash before your eyes. Empires of a grand design traversed by ships just like this. Also die fliegen hier quasi mit diesen Schiffen durch die Gegend. Thousand years of humanoid history, elves, dwarves, humans and more flash behind your eyes. So, jetzt ruft hier jemand schon um Hilfe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon hört. Ich bin mir auch echt noch unsicher hier mit dem Ton. Könnte sein, dass das Spiel ein bisschen zu leise ist. Aber mal gucken. Da hilft jetzt jemand, dem man sagt, für Discussion. Help us. Hier sieht man schon mal, wie klein unser Gnom ist. Hauptsache, die Axt ist genauso groß wie der Körper. Come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Also diese Gedankenschinder machen halt hier auch so Gehirnexperimente und haben halt auch so lebende Gehirne als in Anführungsstrichen Sklaven oder so. Das scheint jetzt hier so eins von denen zu sein. A newborn. Born new from this husk. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. Mhm. Also es sagt uns jetzt auch nochmal irgendwie, wir werden angegriffen und so, deswegen hat das arme Gehirn Angst. Jetzt können wir das Gehirn zerstören. Oder ihm fragen irgendwie, was wir tun sollen. Remove us from this body. From this case. Free us. Please. Ich fand diese Entscheidung schon im Early Access für den Anfang des Spiels schon mal ziemlich krass. Also du wirst halt in diese Welt reingeschmissen, hast keine Ahnung, was da vor sich geht. Also wenn du überhaupt nichts weißt von dem Universum.
Und dann siehst du da irgendwie so einen experimentierten Elfen mit offenem Gehirn, wo das Gehirn sich quasi fast verselbstständigt hat. Der Typ weint auch noch und ist da in seinen Qualen drin. Und das Spiel, sieht man wahrscheinlich gleich, will eigentlich, dass man das Gehirn rettet, aber eigentlich wollte ich damals ja auch schon den Typen retten, aber anscheinend geht das schon nicht mehr, ne? So, wir können jetzt gucken, wir können das Gehirn zerstören, weil das ist ja jetzt irgendwie was von denen, die uns hier gefangen genommen haben. Übrigens auch ein Konflikt, den ich auch im Early Access auch nicht verstanden habe, weil das Spiel spielt auch ein bisschen damit, mit diesem, was macht das mit mir, wenn ich hier infiziert bin? Und ist das was Gutes oder was Schlechtes und so? Aber da ich da damals auch überhaupt noch nichts wusste davon und das hier irgendwie ein bisschen besser aufgearbeitet ist, finde ich, fand ich es damals doof. Aber jetzt geht's eigentlich. Aber ich finde es immer noch ein bisschen harsch als für den Einstieg. So, wir können nochmal mit unserem Superintellekt Nachforschung betreiben. Vielleicht bringt's ja irgendwas. Würfel gehen ja. Leider nicht. Minus eins. Apart from this strange context, you notice nothing unusual about the brain. So, ich habe jetzt mal ganz kurz nochmal die Lautstärke was höher gemacht vom Spiel. Mal schauen. So, wir können jetzt mit unserer massiven Stärke den Schädel aufbrechen oder mit unserem, ja, auch ganz guten Geschicklichkeit das Gehirn behutsam rausholen oder das Gehirn zerstören, weil ich weiß schon, dass das Gehirn einem irgendwie für den Tutorial-Part hilft. Probieren wir das doch mal hier. Stärke plus 3 kriegen wir jetzt, weil wir 17 Stärke haben. Reicht aber nicht. Die Würfel, ja, ja. Auch diese Szenen finde ich halt für den Einstieg eng. Ach. Ja, jetzt haben wir nur noch die Möglichkeit, das Gehirn zu zerstören. Das heißt, uns wird gleich ein wichtiger Helfer fehlen. Also, was heißt wichtig, aber uns wird ein Helfer fehlen. Aber gut. So, wenn unsere Stärke nicht ausreicht, um es zu befreien, dann erlösen wir doch. Was dann halt auch ganz gut ist, weil ich wollte den eigentlich ja sowieso erlösen. So, sonst ist hier glaube ich nichts. Oder? Mal uns nochmal umgucken. Den Goblin haben wir gelootet. Hier oben die Dinger kann man glaube ich auch mitnehmen, aber weiß nicht. Hier diese, weiß ich, diese Teile, Gedankenheiligtum, Hirngläser. So, und hier draußen sieht man ja, dass das Schiff halt hier rumfliegt. Wir sind jetzt hier momentan in so einer Höllendimension. Also es fliegt nicht nur durch die Welten da, sondern durch verschiedene Welten. Dimensionen. Könnte man sagen. Da kommen auch schon die kleinen Teufelchen, die auch das Schiff angreifen. Rush past. A dragon's wing, a silver sword.
and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Eine Githyanki, das ist die so eine Spezies, die hier auch das Schiff angreift, die auf den Drachen reitet. Wie ich das mitgekriegt habe, einfach auch ursprünglich mal von den Gedankenschnellen, glaube ich, versklavt und dann haben sie sich aufgelehnt und kämpfen jetzt quasi nur noch gegen die, machen ihr ganz Dasein irgendwie davon abhängig, gegen diese Gedankenschinder zu kämpfen. Und die sind halt Krieger durch und durch. Wieso denkt ihr, ich wäre ein Sklave? We carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days we will be Geth, mind flayers. Jetzt erklärt uns halt diese Szene irgendwie, was da mit uns passiert. We can do nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Das ist jetzt halt auch noch, dadurch, dass ich euch jetzt im Intro nicht gezeigt habe, irgendwie wir waren zuerst in einer anderen Dimension und wurden da schon angegriffen von den Githyanki und sind jetzt quasi in diese Höllendimension reingekommen, wo diese Teufelchen drin sind, ne? Diese, wie heißen sie hier? Teufelchen, tatsächlich. Und das heißt, die sind uns auch nicht freundlich gesonnen und kämpfen wir eigentlich auch gegen die Gedankenschinder, aber eben auch gegen alles andere. Ne? Deswegen müssen wir jetzt gerade auch gegen die kämpfen. Wenn wir das Gehirn gerettet hätten, dann wäre das jetzt hier noch so als Pet quasi bei uns dabei. Und wir könnten es also in den Kampf schicken, aber wir haben jetzt hier mit Lazelle und doch eigentlich auch schon ganz gute Unterstützung. So, wir haben jetzt irgendwie auch das Problem, was wir wahrscheinlich immer haben werden. Unsere Bewegungsreichweite ist nicht besonders groß. Das heißt, wir müssen uns vorher gut überlegen, wo wir hinlaufen, um Sachen zu attackieren. Der hier ist in Reichweite. Wir können hier noch in einen Kampfrausch gehen. Wir haben pro Runde Bewegung. Wir können uns also 7,5 Meter bewegen. Mit unserem Gnom und wir können eine Aktion durchführen und eine Bonusaktion. Eine Aktion kann zum Beispiel ein Angriff sein oder die nochmal bewegen oder irgendwas werfen oder sich verstecken oder so, keine Ahnung, tausende Sachen. Und Bonusaktionen zum Beispiel springen sein. Unsere Stärke bestimmt dann, wie weit wir springen können. Wahrscheinlich können wir, wie man hier sieht, wir können 8 Meter springen. Das heißt, wir können weiter springen, weil unsere Stärke so hoch ist, wir laufen können. Ja, also sollten wir das vielleicht gleich machen. Aber Kampfrausch ist halt am Anfang für den Barbar ganz gut. Wir bewirken dann nämlich mehr Schaden. Und ja, sind bei Rettungswürfen und Stärkewürfen im Vorteil. Das machen wir das mal. Es braucht übrigens noch eine extra Ressource, nämlich diese Kampfrauschladungen. Das können wir nur ein einziges Mal pro langer Rast machen. Wir können, wenn wir Lebensmittel haben,
eine lange Rast machen und irgendwie regenerieren und halt auch solche Ressourcen wieder bekommen. So, also dann hauen wir diesen Teufelchen noch mal zu Brei. Fliegen kostet keine Aktion anscheinend. So, und jetzt können wir nichts mehr machen. Wir haben eine Aktion, wir haben uns bewegt und wir haben eine Bonusaktion gemacht. Also müssen wir unseren Zug beenden. Und Lazel kann sich weiter bewegen. Die kann sich 9 Meter bewegen. Und hat auch einen Bogen dabei. Außerdem kann sie hier Fertigkeiten machen. Das ist irgendwie auch ein ziemlich cooles Ding. Das muss ich nachher nach dem Kampf manchmal anschalten. Außerdem kann sie sich heilen. Einmal pro kurzer Rast. Kurze Rast ist so ein bisschen heilen. Aber sonst irgendwie wenig herstellen. Es sei denn, es steht dabei. Und sie hat einen Zaubertrick, nämlich Magiehand. Aber das hilft uns jetzt hier nicht. So, also wir hauen jetzt dieses Teufelchen auch zu Brei. Dann looten die Axt. Und können jetzt noch einmal springen. Und zwar auch 8 Meter, weil die auch auf Stärke ist, die Dame. Vielleicht wieder hierhin zurück, um den Gedankenschinder zu looten nachher. Vielleicht kann man jetzt auch schon looten. Ja, sehr gut. Und dann können wir nachher hier noch irgendwie mit ihm angreifen oder Fernkampf was machen. Aber jetzt ist erstmal das Teufelchen dran. Hat uns Feuer beschossen. So. Also wir sind übrigens auch gegen physische Schaden resistent, aber das war jetzt magischer Schaden. So, aber wir kommen in die Nähe von ihm, das heißt, er spürt jetzt unsere Axt. Crit. Wenn man übrigens gucken möchte, Kampfprotokoll zeigt einem nicht direkt an, was man macht, man muss ein bisschen drüber hammern. Ja. Rüstungsklasse von dem Teufelchen war 7. Und das heißt, wir würfeln erst. Wir haben eine 20 gewürfelt, dann haben wir einen kritischen Treffer gemacht. Dann kriegen wir plus 2, weil wir mit unserer Waffe geübt sind. Und nochmal plus 3, weil wir Stärke so stark sind, also Stärke-Modifikator. Und dann machen wir Schaden. 2 mal D12 von der Axt, plus 3 wegen unserem Stärke-Modifikator. Und ich frage mich jetzt gerade, warum wir hier keinen 2 zusätzlichen Schaden eingerechnet haben. Ah doch, da unten steht's ja. Kampfrausch. Aber hier nicht mehr. Zwölfchen wurde getroffen. Das verstehe ich jetzt gerade hier irgendwie ein bisschen nicht. Keine Ahnung. Aber im Prinzip funktioniert es so, wie ich es erklärt habe. So, mal ein bisschen looten hier. Gucken, was hier sonst noch irgendwie ist. Liegt hier noch irgendwas rum. Hier ist noch ein toter Sklave. Hier ein Heiltrank. Ein bisschen Gold. Können wir auch hier mal in unserem Inventar und sich die Armbrust equippen. Damit hätten wir jetzt auch die Möglichkeit, Fernkampf zu machen. Wir haben außerdem eine Schriftrolle. Wir können einmal einen Hexenpfeil wirken, auch wenn wir kein Magier sind. Time to press ahead. Für eine Aktion halten. Teufelchen. Und hier können wir uns wieder heilen. Das ist dann sehr praktisch.
Als ob es ein Tutorial wäre. Ship won't be able to take another dragon attack. You need to get out before it's too late. Ja, das Spiel macht einem so ein bisschen Druck. Das ist übrigens auch ein bisschen. Das fand ich auch ein bisschen doof. Sagt dann auch ständig irgendwie, ja, du wirst dich verwandeln, wenn du nicht deinen Gedankenwurm loswirst und sowas. Kommt später noch. Aber es passiert einfach nichts. Es wird dann nachher auch irgendwann aufgeklärt, warum, aber. Und ich fand das im Tutorial auch fürchterlich. Ich fand so Zeitdruck in Spielen immer, immer ganz komisch. So, der nächste Raum. Wir haben eine Konsole. Cave machinery. I can make no sense of it. Can't read the script. Wir haben keine Ahnung. Hat Lisel vielleicht eine Ahnung, obwohl sie hat ja gerade schon gesagt, dass sie keine Ahnung hat. Ruft wieder jemand um Hilfe. Ich hoffe, dass es nicht wieder ein Gehirn ist. Oh, Blut. No, never mind. Hier ist was, was können wir mitnehmen? Die Dinger können man zum Explosieren bringen. Das ist ganz cool. So, achso, nee. Sollten wir hier vielleicht mal. We have no time for stragglers. Ich zieh mal am Deckel. Schauen wir mal. Zu. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Ja. Licht aufgeben. Quali stark. Normalerweise zumindest. Ja, kriegen wir hin. Sehr gut. Das ist übrigens auch eine Sache dieses Spiels, was cool ist. Denn es gibt auch andere Möglichkeiten, die daraus zu kriegen, wenn man halt keinen starken Charakter spielt. Ne? I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a Gith with you. You keep dangerous company. So, also sie scheint Lazelle nicht unbesonders zu mögen. Fragen wir doch mal nach. More that Gith have a problem with everyone else. But there's more important matters right now. Survival. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. I did. It must be because of those parasites they put in us. But that'll have to wait. Are we going to help each other or not? Ich bin der Korali. One moment. It's nothing. Das? Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. She's right. Lead on. So. Jetzt drücke ich hier doch mal drauf, weil sind wir zu dritt. Ich glaube, egal was hier passiert, kann das handeln. Und wir haben einen Fehlschlag gemacht. Vielleicht können wir es jetzt nochmal hier am Kampfprotokoll zeigen. Verfehlt. So. Ich habe doch tatsächlich eine 1 gewürfelt anscheinend. Plus 2 Übung, plus 3 Stärke. Gleich 6. Ja. So viel dazu.
Achso, und wir können den Kampfrausch natürlich öfters als einmal machen. Hier haben wir nämlich die Kampfrauschladungen. Zweimal können wir jetzt noch machen. Aber momentan braucht man es, glaube ich, gar nicht. So, sie kann, sie ist, wie man hier sehen kann, eine Halbhochelf. Klerikerin mit der Domäne der List. Dunkelsicht, Feenblut, kann also nicht so einfach zum Einschlafen gebracht werden. Furcht vor Wölfen hat sie. Okay. Gelegenheitsangriffe kann sie machen, menschlich im Nietz, hat Übungen mit bestimmten Waffen und Rüstungen. Und als Kleriker Weisheit ziemlich hoch. Man kann diese ganzen Stats und so irgendwie auch verändern im Spiel später. Und auch umskillen kann man die Leute ohne Probleme. Das ist ziemlich gut gemacht. Man kann sich also quasi nicht verskillen. Das ist ganz angenehm in so einer Art Spiel, finde ich. So, aber die haut jetzt hier mal drauf. Schafft es nicht, den zu töten. Kann jetzt noch ein Schild machen, falls dieser hier gleich angreift. So, dadurch hat sie jetzt eine höhere Rüstungsklasse um 2 bekommen. Die Rüstungsklasse berechnet sich immer aus der Rüstung, die man trägt. Sie hat jetzt ein Kettenhemd an, Rüstungsklasse 13. Plus den Geschicklichkeitsbonus, da hat sie Geschicklichkeit 13. Das heißt, sie kriegt, weil sie über 12 ist, 2. Noch nicht auf 14. Wenn sie auf 14 wäre, würde sie 2 plus bekommen. Und bei 13 halt nur 1 plus. Und trägt ein Schild, das gibt auch plus 2. Und sie hat jetzt eben den Zauberschild des Glaubens, also nochmal plus 2 Rüstungsklasse 18, was für diesen Part des Spiels schon ziemlich gut ist. Fury. I am death. Ja, dann hau den doch mal zu Tode. So. Dann versteck dich mal hier hinter dem Rüstungsschutz 18-Mädchen. Gucken, was der Gegner macht. Der schmeißt natürlich mit irgendwelchem Zeug. Aber wir haben alle unsere Rettungswürfe bestanden. Deswegen kann Koani dann jetzt das Gar ausmachen. So, nehmen eine Flasche mit. Und wir nehmen Gold und einen Humpen mit. So, dann gibt es hier natürlich noch Zeug. Kann ich denk mal Gedankenschinder, Notizen gucken. Faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior and centuries of darkness. So, das ist verschlossen, da kommen wir nicht dran. Auch einen Schlüssel haben wir nicht. Aufbrechen können wir es auch nicht, weil wir kein Diebeswerkzeug haben. Diese Viecher hier sind gerade nicht aggressiv. Zeigt uns jetzt, dass man hier weitergehen kann. So ein Ding hätten wir übrigens dann auch als Pet bekommen, wenn wir das Gehirn befreit hätten. So, hier haben wir den Schlüssel. Woman is trapped inside the pod. Noch jemand? She doesn't notice you. Die scheint aber nicht so agil zu sein wie Shadowheart. Mehr Heiltränke. Gold. Rune. A rune, but for what? As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Oops. Also das ist das, was uns dann später auch droht. Ja.
pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. We need to get out of here. Before it's our turn. Gucken hier. The newborn Mind Flayer stares at you, weak and dazed. Gott sei Dank. Den Schlüssel gefunden hier für das Schlösschen. So ein bisschen was zum Ausgeben. So, geheilt werden müssen wir nicht. Aber trotzdem mal kurz dran. Übrigens auch seine Waffen in so Oberflächen eintauchen und dann machen die Feuerschaden. In Feuer getaucht wird zusätzlich Feuerschaden. Wir sind nähernd dem Helm. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Kanyank. So, was wir jetzt mal machen, ist, wir gucken uns mal Shadowhearts Zauber an. Ein Zauberbuch. Und sie hat hier einen Zauber befehlen, der könnte in der nächsten Situation hier ganz interessant sein. Warum, sage ich euch gleich. So, dann hat sie einmal heilendes Wort und Wunden heilen. Lenkendes Geschoss ist eigentlich auch ganz cool. Kann ich das wegmachen? Kann ich nicht. Wasser erschaffen kann sie noch. Also das sind die Zauber, die wir gerade machen können und das sind die Zauber, die wir eigentlich zur Verfügung haben. Schild des Glaubens hat sie ja gerade auf sich drauf gecastet, das machen wir mal raus und nehmen mal einen Segen dafür rein. No time for dally. Speichern. Den Teufel wie die Mindflayer kämpfen. Kämpfen da jetzt gegeneinander und bis einer von den beiden tot ist, hier ignorieren die uns quasi. Unser Ziel ist es hier ganz am Ende, hier auf den, diese Dinger hier zu verbinden. So, als erstes müssen wir allerdings mal relativ fix hier die, Teufelchen und den das schwache Höllenschwein töten. Die haben 6 Lebenspunkte. Ich mache 1 bis 10 Schaden. Drück mal Feuer hier rein. Hat funktioniert. Looten. So, jetzt könnte ich noch ein irgendwas anderes machen. Nee. So, wir machen jetzt erstmal hier einen Kampfrausch an. Und das Eintauchen können wir jetzt nicht mehr machen, weil wir es eine Bonusaktion brauchen. Aber wir haben unseren Kampfrausch als Bonusaktion schon aktiviert. Deswegen können wir gucken, was wir hier machen können. Wir können auch spezielle Attacken mit unserer Axt machen. Wir können zum Beispiel schwingen, bis zu 3 Gegner gleichzeitig angreifen. Das ist jetzt hier irgendwie nicht von Vorteil. Vorbereiten, 6 Meter unsere Bewegungsrate. Nee, gerade auch scheiße.
Wir können zerfleischen. Aber wir machen damit 6 bis 17 Schaden. Und hier auch. Das heißt... es sollte eigentlich noch. God, take you first. Es sei denn, wir verfehlen das Schwein. Ja, geht natürlich auch. Gucken wir nochmal nach. Wir haben eine 2 gewürfelt. Wir haben plus 5, das heißt, wir müssen eigentlich eine 6 würfeln. Ja. Auch Laisel verfehlt. Auch sie würfelt eine 2. Nicht so geil. Wir können jetzt so wenigstens, damit wir nicht so viel Gegenschaden bekommen, das Schwein mal auslocken. Aber auch hier verfehlen wir mit einer 3. Also wir haben jetzt eine 1, eine 2 und eine 3 gewürfelt. Läuft bei uns. Auch der Gedankenflayer macht nichts groß. So, und jetzt zeige ich euch gleich, warum wir diesen Zauber mitgenommen haben. Wir können dadurch nämlich jemanden zwingen, seine Waffe fallen zu lassen. Und das können wir bei ihm machen. Und er hat halt hier so eine coole Waffe und die können wir uns dann schnappen. Und dafür müssen wir aber erstmal ein bisschen näher an ihn ran und vor allen Dingen die anderen irgendwie aus dem Weg räumen hier, bis wir da soweit sind. Hier schaffen wir uns mal ein bisschen an Segen. Das ist ein Konzentrationsspell, das heißt, ich muss den aufrechterhalten, kann von dieser Art von Spells nur einen einzigen machen. Und wenn ich einen anderen mache, dann geht der erste weg. Und wenn mich Gegner treffen oder irgendwas mit mir machen, dann kann es sein, dass ich meine Konzentration verliere. Und den Spell nicht aufrechterhalten kann. So. Jetzt kann ich hier noch Laisel heilen. Ah, das war dumm. Jetzt kann ich den Zauber nicht mehr machen. Das war dumm. Naja. Scheiße. Where do I go from here? So, das Schwein ist schon mal hin. Light on my feet. Dann sieht man wieder, dass es nicht so angenehm ist, wenn man wenig Bewegungsreichweite hat. So. Wir schießen mal das Teufelchen ab, endlich. Ja, machen aber nicht genug Schaden. Hier machen wir jetzt einen Angriffswurf mit 6, plus 2 wegen der Übung mit der Waffe, plus 1, weil wir einen Segen haben, plus 1, weil wir Geschicklichkeit 13 haben. Also getroffen und wir haben einen Schadenswurf ganz minimal, also das heißt ganz minimal, mittelmäßig von 3 gemacht mit unserem Bogen. Plus 1, weil wir nur einen Geschicklichkeitsmodifikator kriegen. Also sie ist nicht so gut mit ihrem Bogen schießen, wie sie mit ihrer Zweihandwaffe ist. So, jetzt hat er ja endlich auch mal ein bisschen was ausgeteilt. Wir nehmen jetzt hier mal die Sachen mit. Wir können mal versuchen, ob wir das Teufelchen abschießen können. Können wir? Also ich kann jetzt diesen Trick mit dem Befehl nicht machen, weil ich dummerweise meine Zauberplätze alle schon verbraucht habe. Ich habe ja einmal geheilt und einmal den Segen verpasst. Und dieser Feuerball, der verbraucht keine Zauberplätze, weil das ein Zaubertrick ist.
So. Vielleicht kriegen wir den aber trotzdem hin und können uns sein Schwert nehmen. Weil wir haben jetzt hier die ganzen Explosionstanks aufgenommen. Wie platzieren wir den gleich? Und dann hoffen wir mal, dass es reicht, um ihn zu töten. In der Explosion. Vielleicht geht der sogar mit drauf. So. Sie. Looten. Ja, das können wir schon mal gucken. Reine normaler Kampf hier ist nicht so aussichtsvoll, weil ihr seht schon, der hat eine hohe Verteidigung. Aber wir können es ja trotzdem versuchen. Und daneben getroffen. Der hat eine 18er Rüstungsklasse. Das heißt, wir müssen, wenn wir mit dem Fernkampfbogen angreifen, mit unserem Segen eine 14 würfeln. Das ist schon herausfordernd. So, mein Kampfrausch ist jetzt vorbei. Dass ich in dieser Runde keinen Schaden bekommen habe oder keinen Angriff. So, ich lasse sie jetzt mal ein bisschen weiterlaufen. Der steht schon mal ganz gut. Ein bisschen hier an die Seite. Fallen lassen. Oh, das sieht doch gut aus. Eine große Explosion gehen, hoffentlich. Nothing will stand in my way. Don't waste a step. So, der kann aber mal wieder nicht sonderlich weit laufen. Ich könnte jetzt nochmal Kampfrausch machen, aber das bringt mir jetzt gerade irgendwie nichts. Stattdessen versuche ich mal einen durchbohrenden Schuss auf ihn zu machen. Und schafft sogar, zwei Schaden zu machen bei ihm. Ich habe meinen Angriffswurf geschafft und ich bin auch besser im Fernkampf als Lazel. Ich habe eine 3 beim Stichschaden plus 2, aber ich krieg 3 abgezogen, weil der Teufel hier Resistenz hat gegen die Angriffe. Können wir mal gucken. Er hat Resistenz gegen Feuer, Blitz, Kälte, Gift, Wucht, Stich und Hieb. Also fast gegen alles. Victory awaits. So. Sie. My path be true. Triggert meine nächste Cutscene. Hurry, before they strike. So, jetzt kommen da hinten neue Gegner. Wieder zwei Teufelchen und ein Höllenschwein. Kein Loot. Dann können wir doch jetzt mal wieder versuchen einzugehen. Ja, hat sogar komplett geklappt. So, du kannst auch noch hier hinten und das andere Teufelchen abschießen. Sehr schön. So, und du hattest noch ein paar Tanks, ne? Ja, also gehst du nach hier. Und lässt mal die Tanks fallen. Gerade so gut ist, den zu werfen.
frei. So, Lazelle ist wieder dran. Sie kommt an der Höllenschwein noch nicht dran, aber ich kann es schon mal beschießen. Taking a look. Reichweite. So, sie versucht das Höllenschwein zu töten, schafft es aber nicht. Ich nehme hier. Lege hier jetzt hoffentlich mal vernünftig meinen. Könnte man die auch bewegen, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau wie. Wahrscheinlich irgendwie ein Stupsen oder so. Naja. Komm, Höllenschwein, stirb! Okay. So, wieder zurück. Hier weiter Not gegen Elend. So, und jetzt kommt Verstärkung für den. Den Teufel, das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen. Weil die sind auch nochmal richtig stark und die machen uns platt sonst. So. Die macht erstmal nichts weiter. Oh, auch so dem 5 Schadenspunkte zu machen, das war ganz gut. So, aufheben. So. Kann ich das nur schubsen? Wahrscheinlich. So, ich spurte mal. Another step forward. Ein bisschen weiter weg. Swift and lethal. Wir müssen ja gleich das Schwert auch aufheben. Mal gucken, ob diese Explosion hier gleich genug Schaden. So. Was ich jetzt natürlich auch machen könnte, ist, ich stelle jemanden hier hin. Und warte, bis die hier angreifen. Lass mich dann platthauen von denen. Man ist, man ist da nicht sofort tot, sondern ist erstmal so schwebend. schießt das dann alles platt hier. Und töte die damit vielleicht auch. Und dann beende ich die Szene hier ganz schnell. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich versuche das mal. Aber ich fürchte, das wird mir nicht sonderlich gut gelingen. Aber probieren kann es. So, sie ist zuerst dran. Fehlschlag.
Fehlschlag. Das war nicht gut. Kritischer Fehlschlag. So, kommen die jetzt schon ran? Ja. Kommt drauf an, wie groß die Explosion gleich ist. So, ja, also wenn der getroffen wird, dann wird die auch getroffen, ne? Ein bisschen zurück. Okay, er lebt noch. Aber der Gedankenschinder ist tot. ja. Wo ist überhaupt Lizelle? Ach, da liegt sie. Wir haben ja noch unsere... Gegenstände der Wiederbelebung. Ja, das mit dem den zu töten hat nicht geklappt und auch die haben nicht genug Schaden genommen. Ich versuche jetzt mal. Okay, auch das hat nicht funktioniert. Deswegen ganz schnell raus hier. Alles hat nicht funktioniert. Aber sowas ginge rein theoretisch. Was ich jetzt natürlich nicht weiß, ist, ob Lizelle das jetzt überlebt hat. Ich denke nicht. Und dann wird das ein ganz neues Spielerlebnis für mich, weil ich Lizelle bisher immer hatte in der Gruppe. Aber es ist auch schon ganz spannend. Irgendwas hat uns gerettet. Man nannte es Plot Armor. As you wake, the tadpole squirms in your skull.
Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. So, Stufenaufstieg. Den machen wir aber wann anders. Und wie es hier nach dem Strand irgendwie weitergeht und wie das mit dem Absturz war und wer diese komische Elfe und die Goblins und die Tieflinge waren, die wir gesehen haben in dem kleinen Zwischenspieler, das erfahren wir vielleicht beim nächsten Mal. Bis dahin schon mal danke, dass ihr die ganze Zeit mit dabei wart und ich bin mal echt gespannt, wie das ausgeht, ob wir Lezelle noch finden können oder nicht und wie das dann weiter sich spielt, das Spiel ohne Lezelle. Das ist irgendwie ganz spannend für mich gerade. Und das macht das Spiel auch ein bisschen aus, dass man so viele unterschiedliche Sachen machen kann. Das Intro finde ich wesentlich gelungener, obwohl es gar nicht so viel Unterschied hat als das All Access Intro, aber es wird halt ein bisschen getweakt und ein bisschen mehr erklärt und das ist ganz gut. Beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich wieder. Macht's gut. Tschüss.